So, hallo, hier ist Thor Alexander und ich habe heute, oder wir haben heute den Dennis Koray zu Gast und wir, das sind ich, Thor Alexander und Ralf Knoblauch. Aber schlag gleich mal vor, Dennis, stell du dich mal kurz vor. Jo, Thor, Ralf, erstmal vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast. Ja, immer eine Freude, über Krypto zu sprechen. Ich meine, die meisten in der Krypto-Szene in Deutschland kennen mich als den Bitcoin-Informanten. Ja, habe da quasi viele Jahre lang eine tägliche News-Show gemacht, gestartet im 2. Januar 2017 bis Januar 2021 und gerade ein bisschen in Pause. Ja, hallo, Dennis auch, herzlich willkommen und schönen Dank, dass du da bist. Warum machst du denn Pause? Ja, ich habe natürlich viel gearbeitet die letzten Jahre und ich sage mal so 4 Jahre am Stück jeden Tag Videos gemacht. Ich habe über 1000 Folgen gemacht, hat mir mega viel Spaß gemacht und habe irgendwie das Gefühl gehabt einfach im Januar, dass ich mich einfach mal ein bisschen zurückziehen muss, mich mal ein bisschen sammeln muss, einfach mal ein bisschen Zeit auch mit Familie verbringen muss und habe nebenbei natürlich jetzt auch ein eigenes Projekt, wo ich viel dran arbeite im Hintergrund und dafür habe ich die Pause einfach genutzt, aber primär war es wirklich einfach aus privaten Gründen, einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, einfach mal ein bisschen sich zu erholen und wann soll man das machen? Wenn wir mitten in einem Bullenmarkt sind, das ist natürlich viel angenehmer, als wenn wir in den Tiefen des Bärenmarktes uns befinden. Wenn die Coins hochstehen, dann kann man sich ein bisschen eher entspannen, als wenn die Coins dann am Boden liegen. Du hast das richtige Sprichwort gegeben, Hintergrund. Bei dir im Hintergrund leuchtet der Bitcoin heute grün. Ja, er leuchtet wunderbar. Seht euch dieses schöne Bildchen an. Ja, grün muss er leuchten. Also es ist, wer hätte das gedacht? Ne? Was ist in den letzten 12 Monaten hier passiert? Auf der Welt mit der, ja, ich sag mal, mit der Krise, die wir hier haben, der globalen, mit den Gelddruckorgien, mit Bitcoin, ja, wann war es? 12. 13. März vor einem Jahr war Bitcoin bei irgendwas mit 4.000 Dollar, also es ist an einem Tag, weiß ich, wie viel da runter ist, 40, 50%, 60, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, es war ein rabenschwarzer Tag für die Kryptogemeinde, ich kann mich genau daran erinnern, wie es war, wirklich, also es hat sich echt übel angefühlt und es ging einfach immer weiter runter. Aber wie es halt so ist, genau an solchen Tagen sind die Einstiegszeitpunkte, die man einfach ja, nutzen sollte. Ich habe es auch vielen Leuten damals empfohlen, hey, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt hier, wo wirklich an einem Tag so viel ja, einfach runtergegangen ist, jetzt einzusteigen. Einige haben gehört, viele haben gedacht, es geht noch weiter runter. Und jetzt guckt euch mal an, wo wir 12 Monate später stehen, der Bitcoin bei über 58.000 Dollar, wir waren, glaube ich, über 60.000 Dollar schon und es sieht so aus, als ob wir immer noch mitten im Bullenmarkt drin sind und noch weitere ja, Preissteigerungen vor uns haben. Also verrückt, was sich im Kryptomarkt und in der Welt einfach in 12 Monaten hier getan hat. Ja, es gibt einige, die sagen, bis Ende des Monats bis 80.000 und im Jahresverlauf locker dreistellig und nicht unbedingt mit einer 1 vorne. Naja, wir erleben ja gerade einen Run der institutionellen oder auch der Company-Anleger. Wer weiß, wo das noch alles hingeht, ja. Und ich denke auch bis Jahresende, dass wir vielleicht weit über die 100.000 kommen. Aber mal schauen. Also sehe ich ähnlich. Also ist absolut möglich, dass wir wirklich hier so einen Blow-off-Top haben kann 250, es könnten ja auch 350 oder mehr vorstellen. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn der Bitcoin nur bis 100.000 läuft und dann wieder eine Kehrtwende macht. Also es ist wirklich alles möglich. Es kann hier wirklich sehr, sehr schnell drehen, gerade auch mit dem Hinblick auf diese globale Krise mit diesen Gelddruckorgien. Und wir leben irgendwie einfach in unsicheren Zeiten. Wer hätte gedacht, dass wir fast 12 Monate in einem Lockdown sitzen und dass es ja immer noch so weitergeht. Also die Welt spielt wirklich verrückt um uns herum. Die Aktienmärkte und alles, was hier so passiert. Und du hast es gerade schön gesagt, Ralf, die Institutionellen, die sind hier da. Ja? Wir haben es gesehen mit Tesla, Elon Musk, der reichste Mann der Welt, haut einfach mal 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin rein, um uns auf das Balance Sheet von Tesla zu stecken. Viele andere Firmen gucken natürlich jetzt darauf. Michael Saylor von MicroStrategy hat es quasi populär gemacht.
er hatte eine Konferenz mit Tausenden von CEOs von großen Unternehmen. Also ich glaube, viele sind gerade in der Vorbereitung, jetzt noch reinzukommen in den Markt. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass wir wirklich noch ja, weitaus höhere Preise sehen werden im Verlauf des Jahres. Preise, auch wieder ein gutes Stichwort. Dennis, du kriegst von uns 1.000 Euro. Willst du die in Bitcoin haben oder in Ethereum? Es kommt darauf an, was ich damit machen darf. Wenn ich sie nur liegen lassen würde und also dein ich Geld, glaube, deine Entscheidung. Ja, mein Geld, meine Entscheidung. Also da, bei mir würde die Entscheidung trotz dem Namen Bitcoin-Informant auf ETH fallen, aus dem einfachen Grund, ETH hat den Bitcoin outperformed dieses Jahr und auch in den Rallyes zuvor. Natürlich, wenn man, je nachdem, wie man es betrachtet, hat der ETH gegenüber dem Bitcoin sehr gut verloren. Ja, in Dollar-Terms natürlich nicht, aber ich persönlich mag ETH, weil man einfach mit ETH auch den Zugang in die DeFi-Welt hat. Und da spielt gerade natürlich die Musik meiner Meinung nach, wo einfach neue Chancen, neue Projekte, neue Produkte entstehen. ETH hat diesen Bereich eröffnet und populär gemacht und der weitet sich natürlich gerade massiv auf andere Blockchains aus. Aber für mich wäre es aktuell auf jeden Fall ETH, auch wenn die Institutionellen im Moment alle auf BTC setzen. Ja gut, der Vorteil bei Ethereum ist, bei Bitcoin kannst du nicht mehr am Anfang mit dabei sein, sondern bist halt mittendrin, wenn du einsteigst. Und bei den DeFi-Projekten kannst du noch am Anfang mit dabei sein. Absolut, klar. Das kann man aber auch so ein bisschen zweigeteilt sehen. DeFi hat natürlich ein super hohes Risiko. Also wenn man jetzt in irgendwelche DeFi-Projekte reingeht, es kann gut sein, dass die 1.000 Dollar schnell weg sind. Wir haben viele Rug-Pulls gesehen, Scams gesehen, Smart-Contract-Probleme gesehen und was auch immer. Das ist einfach normal, wenn man halt mit ETH programmiert und Smart-Contract programmiert. Bei BTC kann man sich auf jeden Fall schon sicherer fühlen, gar keine Frage. Aber man kann halt einfach wenige damit machen. Und die Frage ist, was ist das bessere Investment? Da können wir alle nur spekulieren. Du sagst jetzt gerade, beim BTC sind wir mittendrin. Die Frage ist, wie betrachtet man das in 10 Jahren? Wo stehen wir in 10 Jahren mit der Welt und mit dem Preis und mit der Adoption? Vielleicht sind wir immer noch wirklich am Anfang, was die BTC-Adoption anguckt. Gerade wenn man sich ansieht, wie viele Wallet es gibt, wie viele Menschen es nutzen und wie klein die Nutzung eigentlich ist. Es könnte gut sein, dass das wirklich hier immer noch die Kinderschuhe sind. Für mich insgesamt sind wir immer noch wirklich an den Anfängen im Kryptomarkt, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen Krypto nutzen. Kennen tun es viele, aber nutzen tun es nicht viele. Und ich glaube, dass wir in 10 Jahren in einer Welt leben werden, die durch Blockchain gepowert wird, wo viele Sachen auf der Blockchain laufen, die Leute aber es gar nicht wissen, dass eine Blockchain dahinter steckt, sondern die nutzen es einfach, weil der Service gut ist, weil das Produkt gut ist. Ja, gerade was Finanzdienstleistungen angeht und so, da tut sich ja sehr viel. Und die Leute müssen Blockchain nicht verstehen, ja, um dabei zu sein. Du musst ja auch nicht verstehen, wie dein Verbrennungsmotor funktioniert oder ein Elektromotor, um das Fahrzeug zu bewegen. Und genauso sehe ich das auch mit Blockchains in Zukunft. Ja, bin ich bei dir, aber manche denken ja, sie kommen zu spät, der Bitcoin steht jetzt zu hoch und jetzt lohnt nicht mehr einzusteigen. Und ich vertrete ja die Meinung, der beste Zeitpunkt, um in Krypto, Bitcoin oder Ethereum einzusteigen, ist jetzt. Absolut. Und das ist ja das Schöne auch, ja. Der beste Zeitpunkt war immer vor 10 Jahren, als Bitcoin rauskam, aber der zweitbeste Zeitpunkt ist immer jetzt. Und ich bin großer Fan von so einer Dollar-Cost-Average-Strategie, gerade von Leuten, die immer die Frage stellen, ja, Dennis, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen? Keine Ahnung. Historisch gesehen war jeder Zeitpunkt ein guter Zeitpunkt, weil alle, die jetzt im Kryptomarkt sind, sind alle im Plus. Auch wenn du das Top gekauft hast im Dezember 2017 bei knapp 20.000 Dollar, hast du natürlich 3 Jahre Schmerzen gehabt, weil dein Portfolio wirklich im roten Bereich war, im tiefroten Bereich. Ja, aus 20.000 Dollar hast du 3.000 irgendwas Dollar mal gesehen und jetzt immer bei knapp 60.000 Dollar. Also halten hat sich immer bisher ausgezahlt und ich glaube, das wird auch in Zukunft zutreffend sein. Erzähl mal ein bisschen zu deinem Werdegang im Kryptobereich. Wann bist du eingestiegen? Wann hast du die ersten Bitcoin gekauft? Wie bist du zu der Idee gekommen, Bitcoin-Informant zu werden? Also ich bin zu Krypto gekommen im Frühling 2016. Da wurde ich angesprochen auf ein Geschäft, ja, was mit Krypto zu tun hatte. Das Geschäft hat mir jetzt nicht so zugesagt, aber dass man mit Bitcoin bezahlen konnte, fand ich schon irgendwie interessant. Aber ich habe es nicht wirklich verstanden, weil die Person, die mir das erklärt hat, auch gar nichts groß über den Bitcoin erzählt hat und sagt, ja, digitales Geld. Aber was wirklich hinter der Idee steckt, ja, das habe ich mir dann selber erst nach und nach beigebracht und herausgefunden durch Lesen und alles Mögliche.
Und da habe ich gemerkt, wow, das ist echt eine Technologie, die es ermöglicht, ja, der Souverän über sein eigenes Geld zu sein, ohne Mittelsmänner zu agieren auf dem Planeten, ja, und das hat mich irgendwie fasziniert und ich sage immer so, ich habe den Kryptovirus bekommen und wenn man den Kryptovirus einmal hat, ist es schwer, diesen wieder loszuwerden und habe mir dann überlegt, da ich früher eh sehr viel mit YouTube und Videos gemacht habe, was kann ich tun, um ja hier einfach ja, in der Kryptoszene etwas zu machen, mit dazu beizutragen und habe gedacht, hey, ich mache doch einfach eine News-Show, ja, fünfmal die Woche, wo ich einfach die aktuellen News, so zwei, drei Themen mir raussuche und darüber kurz berichte, also wirklich so eine leichte Kost, sowas wie eine Art Tagesschau, die man einfach mal so nebenbei hört, ja, wo man dann einfach informiert ist. Und ich kann mich gut daran erinnern, Thor, ja, am Anfang, ja, als ich meine erste Show gemacht habe, ich glaube, es war 2. Januar 2017, der Bitcoin war knapp unter 1.000 Dollar, wenn ich mich recht erinnere. Es war schwierig, drei interessante Themen zu finden. Teilweise habe ich echt viele, viele Webseiten durchsuchen müssen, um zu überlegen, wow, was passiert hier gerade? Es ist eigentlich nur ein spannendes Thema. Und das hat sich natürlich im Laufe von 2017 extrem geändert. Da wurde man überflutet mit Informationen. Und viele Leute haben einfach meinen Service gerne genutzt, haben die Show gerne geguckt, weil sie einfach ja drei spannende Themen hatten, haben das morgens als Podcast gehört oder Video auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause in der Mittagspause oder abends einfach gerne mal, um zu wissen, was passiert gerade so, einfach um so einen kleinen Überblick zu bekommen. Und es hat auf jeden Fall ja auch natürlich zu meiner Entwicklung beigetragen, weil wenn du dich den ganzen Tag mit Krypto befasst, ja, dann fängt man natürlich auch in andere Branchen reinzugehen. Und ich war am Anfang wirklich Bitcoin, nur Bitcoin-Fan. Was die ganzen anderen Coins da gemacht haben, hat mich am Anfang nicht so wirklich interessiert. Ja, ich kann mich aber daran erinnern, dass ich ETH damals bei 9 oder 6 Dollar gekauft habe, ja, und dann ist das Ding auf 20 Dollar gestiegen, dachte ich, wow, cool, Geld verdoppelt, ich bin raus, ja. So, und wenn ich heute mal so zurückgehe, wie viele ETHs das waren und heute den ETH-Preis von knapp 2.000 Dollar sehe, denke ich mir auch, wow, irgendwie hast du damals das komplett falsch eingeschätzt, aber es geht ja sehr, sehr viel im Krypto-Bereich so. Und vielleicht noch mal eine Frage, du sagtest vorhin, naja, be your own bank, sei dein eigener Herr ohne Intermediäre. Natürlich ist das gut, aber ich sage mal, es ist ja auch eine hohe Verantwortung. Ich meine, wenn man zumindest in dem jetzigen Zustand die ganze UI, die Bedienungsoberfläche so sieht, dass man entweder seinen kryptografischen Schlüssel, also sein Passwort, seinen Zugang, vergisst oder dass der vielleicht durch Keylogger-Mechanismen Angriffe geklaut werden könnte. Das ist ja alles sehr einfach. Und auch selbst wenn man mal einen PC abstürzt und man hat vergessen, seine Seeds zu machen, wie auch immer, selbst wenn man die Seeds, also das sind ja diese 12 oder 24 Wörter, die man woanders hinschreibt, auf Papier, ein Schließfach legt, wie auch immer, Tresor, um seine Assets wiederherzustellen. Wenn man das alles sieht, die meisten Leute haben eigentlich doch, also so in meinem Umfeld, die sagen, ach nee, das ist mir alles viel zu unsicher und es sind keine guten Wiederherstellungsmechanismen, das könnte man Social Recovery nennen oder auch mit Freunden oder was auch immer, dass man da auch mehrere Devices hat, wo man eine Multisignatur, also eine verteilte Unterschrift oder Passwörter hat, aber be your own bank, sei für dich selber verantwortlich. Denkst du, dass das wirklich Zukunft hat oder glaubst du, dass hier an dieser Stelle die Banken so eine Art, wenn man die Banken, du sagtest ja, als Intermediäre vielleicht dafür gar nicht mehr braucht, um von A nach B heute was zu überweisen, im klassischen Banksinne, brauche ich ja zwei Banken, ich muss ein Konto haben, mein Gegenüber auch und dann geht das über die Banken oder vielleicht sogar mehrere. Und so können wir es ja direkt machen, von mir zu dir oder von dir zu Thor oder Thor zu mir, je nachdem. Und denkst du, dass die Banken da noch eine Zukunft haben oder könnte diese Verwahrung der Krypto-Keys, der Zugänge mit Wiederherstellung, könnte das ein neues Geschäftsfeld sein? Wie siehst du das? Also das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Ja. Die Tatsache, dass die meisten Menschen nicht in der Lage sind, richtig ihre Keys zu verwahren, die spricht natürlich dafür, dass es zentrale Verwahrstellen gibt, dass es Banken weiterhin gibt, weil
diese Tatsache, dass man seinen Key verliert, dass sein Computer gehackt wird, dass man sein Handy verliert, dass man es vergessen hat. Wir hören ja immer wieder die Stories von Leuten, die ihren Seed vergessen haben, die ihr Passwort vergessen haben. Es erfordert ein hohes Maß an Eigenverantwortung, absolut. Und da kann man wirklich schwer einschätzen, ob die Menschen dafür bereit sind. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, eher nicht. Der Großteil der Leute würde wahrscheinlich besser aufgehoben sein mit einer zentralen Verwahrstelle, was nicht unbedingt dem Ethos von Krypto entspricht, aber es ist nun mal die Realität, in der wir leben. Und ich glaube, Self-Custody wird für die meisten Leute eher interessant sein, so in der Nische, vermute ich mal, ja, oder wenn es halt wirklich Wiederherstellungsmechanismen gibt, die vielleicht an eine digitale Identität auf der Blockchain gekoppelt sind, da könnte ich mir vorstellen, dass wir in Zukunft ja neue Möglichkeiten finden, dass man auch wirklich Self-Custody machen kann, seine Coins selber verwahrt, wenn man wirklich auch, ja, zum Beispiel über die DNA oder irgendwas sowas wiederherstellen könnte, aber das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Und Fakt ist, die Kryptowelt, in der wir heute leben, die ist gesteuert, dominiert von Mittelsmännern, von großen Börsen, von institutionellen Verwahrern und Anlegern. Und die meisten haben es auf den Börsen, haben ihre Coins irgendwo in der Verwahrung. Und es ist auch okay für die meisten, ja. Denn wenn man sowas verliert, ja, was macht man dann? Was ist, wenn du vom Auto überfahren wirst oder irgendwas passiert? Dann sind deine Coins weg. Wer weiß denn, wo du deine Coins verwahrt hast? Wie geht man damit um? Das sind so viele ungeklärte Fragen und so viele Schwachstellen natürlich auch, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, da in die Zukunft zu blicken. Aber ich glaube, wir werden einen Wechsel sehen von den klassischen Banken. Wir werden das Sterben der klassischen Banken sehen, die nicht auf diese Technologie aufspringen, ja, die nicht in DeFi-Bereich reingehen. Sie werden einfach irrelevant werden in Zukunft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so Unternehmen wie Coinbase oder einfach Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, die Stelle der Banken in Zukunft einnehmen. Ja, das wird ein ganz spannender Kampf werden, natürlich auch deswegen, weil Banken einen großen Einfluss in der heutigen Welt haben, gerade Zentralbanken und Co., wenn man über digitales Geld nachdenkt, digitales Zentralbankgeld, Nachgeld und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Pläne der Elite oder der Politik, die ist schon in vielen Fällen anders als gerade auch vielleicht von der Wirtschaft oder den Privatleuten. Und da wird sich einfach zeigen, was sich durchsetzt. Und die Frage ist, kann man den Menschen ein System überstülpen und sagen, pass auf, ihr müsst das jetzt alle benutzen? Oder nicht. Und ich glaube, dass wir in Zukunft einfach die Wahl haben werden. Ja? Ich weiß jetzt nicht, wer das Buch geschrieben hat bezüglich der Konkurrenz der Währungen, dass man private Währung erlauben sollte. Hayek war es, Hayek? Glaube ja, Hayek, ja. Oder auf jeden Fall. Oder Wettbewerb der Währung, richtig. Genau, Wettbewerb der Währung, so heißt es, ja. Das ist ja jetzt quasi, was wir haben. Wir haben jetzt durch Krypto einen Wettbewerb der Währungen. Wollen das die Zentralbanken, wollen das die Staaten? Ich glaube eher nicht, aber es ist unvermeidlich, weil man Krypto nicht einfach so abstellen kann. Du kannst es vielleicht durch Regulierung bremsen oder stoppen, aber abstellen geht es nicht, ja. Denken wir an das Alkoholverbot, die Prohibition in den USA. Danach, als das Gesetz in Kraft trat, wie hieß er, der dann diesen ganzen Alkoholmarkt dominiert hat, war es Al Capone, ja. Es hat floriert, der Schwarzmarkt, weil die Menschen einfach trinken wollen. Und durch Regulierung lässt sich das Verhalten der Menschen nicht verändern. Ja, und deswegen glaube ich einfach, dass wir in Zukunft hier ja einfach die Option auch immer haben werden. Aber vielleicht wird es schwieriger werden, etwas zu benutzen. Vielleicht werden Riegel vorgeschoben und vielleicht wird man die Leute zwingen, bestimmte Dinge zu tun. Ob die dieser Vorgabe dann folgen, das steht auf einem anderen Blatt. Und da kann man wirklich sehr, sehr schwer in die Zukunft sehen, gerade im Hinblick auf die letzten 12 Monate auf der Welt, wo sich so viel getan hat. Wir leben ja in dieser neuen Normalität. Homeoffice ist populär geworden, Social Distancing und diese ganzen Sachen, das mittlerweile schon einfach übergegangen ist in den Menschen und es auch die Menschen viel verändert hat, finde ich. Ja? Und diese Veränderung, die jetzt vor uns steht, gerade im Finanzsystem, ich glaube, die wird extrem groß. Und dazu sagen, das ist der Weg oder das ist der Weg, halte ich für sehr schwer. Ich glaube, wenn die Menschen genug wissen und sich ein bisschen fortbilden, würden sie immer den Weg wählen, selber Verantwortung zu übernehmen. Aber das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Ja, ich glaube, da gebe ich dir recht, da ist einiges verloren gegangen in den letzten Jahren. Wir sind alle zu staatsgläubig, zumindest in Deutschland habe ich den Eindruck, und
Wir müssen wieder unser Leben viel mehr selbstverantwortlich, selbstorganisierter in die Hand nehmen. Absolut. Natürlich muss uns, glaube ich aber auch, das, und das gebe ich dir recht, muss uns auch die Bildung dazu befähigen. Und da sehe ich so viele Defizite, aber vielleicht, Thor, machst du mal weiter mit deinen Fragen, die du noch hast. Ja, vielleicht eine kurze Anmerkung. Dennis, das Problem der Vererbung von Kryptowährungen, da haben sich schon einige mit beschäftigt, unter anderem ich auch, aber auch die Freundin vom Bitcoin-Guru Andreas Antonopoulos, die hat ja auch ein Buch geschrieben. So, und die nächste Frage in unserer Liste ist, welche Kryptowährung du gut findest, Dennis, aktuell? Also aktuell, ich mag natürlich Ethereum sehr. Ich mag Kryptowährungen, die Smart Contract fähig sind. Also Tron gefällt mir auch sehr gut. Ich mag hier Dash, ja, mag ich sehr gerne. Bitcoin Cash. Bitcoin, klar, Bitcoin ist so das Urgestein. Aber für mich ist Bitcoin so irgendwie mehr oder weniger ein totes Ding. Nicht als Projekt, einfach nur, es liegt in deinem Wallet und macht nichts außer im Preis sich erhöhen, aber man macht nicht damit viel. Und man will auch nicht damit viel machen, wenn man es selbst hält, weil die Gebühren einfach auch zum Versenden so hoch sind. Ich persönlich mag Kryptos, die man benutzen kann, mit denen man was tun kann, die man hin und her senden kann, mit denen man in Smart Contracts reingehen kann. Ja? Und eine Bitcoin zum Beispiel per SMS zu versenden und in Smart Contracts wirklich sich in DeFi zu beteiligen. Ja? Das sind so Kryptos, die mir gefallen. Also da gehört definitiv auch HEX dazu, ja, auch eine sehr kontroverse Kryptowährung, die so Trustless Interest auf der Blockchain hat. Ein komplett fertiges Projekt. Ja? Und alle anderen Projekte haben natürlich Roadmaps, wo die Vision nach vorne noch verkauft wird. Es ist wirklich nach 10 Jahren extrem schwierig, da wirklich zu sagen, was passiert. Bitcoin hat natürlich sehr, sehr große Chancen, weiterhin auch führend zu sein, aber es muss nicht immer so sein. Also ich würde es niemals ausschließen, dass eine andere Währung den Bitcoin vom Thron stößt, weil es einfach ja, immer möglich ist. Heißt, muss es passieren? Absolut nicht. Ja, der Markt entscheidet natürlich aktuell ganz klar für den BTC, ja, aber ich glaube nicht, dass es immer so sein muss. Und Kryptowährung, das ist das Schöne, ja, wenn dir eine Kryptowährung nicht gefällt, benutzt sie einfach nicht. Du hast die freie Wahl. Und das ist das, was mir am meisten gefällt. Aber da möchte ich auch noch auf eine Sache zu sprechen kommen, Thor und Ralf. Was mir überhaupt nicht gefällt im Kryptomarkt, ist wirklich, dass man immer andere Krypto schlecht macht. Dieser Kryptomaximalismus, der ist leider bei Bitcoinern sehr ausgeprägt. Bitcoin, alles andere ist ein Scam und dies und das, ja. Und ich glaube, dass wir niemals in einer Welt leben werden, wo eine Chain alles dominiert. Es wird immer Nischen geben, es wird immer andere Projekte geben, Chains für andere Use Cases geben. Und wie die später verknüpft und verbunden werden, das wird vielleicht doch eine interessante Geschichte werden. Und da werden wir halt sehen, ja, wenn ich jetzt mir die Frage angucke, welche Kryptoprojekte haben noch eine Bedeutung? Store of Value ist natürlich eine Bedeutung. Ja, BTC möchte das erfüllen, ja, wirklich ein Wertspeicher zu sein. Also wird es auch einfach diese Funktion, die wird vom Menschen natürlich immer geschätzt, ja. Gerade in heutigen Zeiten, du kannst ja, wo willst du dein Geld denn sparen? Wo denn? Ja, wenn nicht in harten Assets bei den Gelddruckorgien, die wir sehen. Und da sehe ich auf jeden Fall einen Use Case für. Ich persönlich finde ihn einfach nicht spannend. Ja, ich will einfach was machen mit den Sachen. Und deswegen finde ich ja DeFi-Projekte, Ethereum sehr spannend. Wobei Ethereum auch massive Probleme hat, was die Skalierung angeht. Wir sehen es, Ethereum ist schon lange am Limit. 2017 mit CryptoKitties. CryptoKitties wurde gelauncht und ETH ist in die Knie gegangen, mehr oder weniger. Das war eine einzige Dapp, eine. Und jetzt haben wir natürlich einen anderen Bereich, aber ETH muss es schaffen, jetzt zu skalieren. Auch da gibt es viele Skeptiker, die glauben, ja, es könnte schwierig werden. Ich bin da eher optimistisch, weil ich glaube, es ist eine starke Entwickler-Community. Aber programmierbares Geld ist irgendwie immer interessant und Smart Contracts, glaube ich, gerade was finanzielle Dienstleistungen und Co. angeht, werden in Zukunft im dezentralen Bereich ablaufen. Und dafür sehe ich auf jeden Fall eine große, große Zukunft für Projekte. Ja, wie siehst du die Zukunft? Also ich stimme dir im Wesentlichen zu. Ich sage auch immer, Bitcoin ist der 500-Euro-Schein, den man selten benutzt. Ich bin auch ein Fan von Dash. Dash kann man halt nutzen für schnelle und Bezahlung von Kleingeld, vom Kaffee. Und klar, Ethereum ist halt programmierbares Geld und momentan der ganze DeFi-Hype spielt sich in Ethereum ab und so parallele oder ähnliche
Blockchain mit Smart Contract Fähigkeit, die kopieren einige Sachen, adaptieren, aber die probieren halt hier und da auch ein paar neue Sachen. Ja. Die knabbern natürlich jetzt ein bisschen an dem Markt von Ethereum am Kuchen rum, und solange Ethereum nicht skaliert, also eins ist klar, würde Ethereum skalieren können, jetzt, heute, ich glaube, der Preis würde explodieren, die Nutzung würde explodieren und viele andere Chains würden irrelevant werden, aber so ein Projekt wie ETH zu skalieren, das ist kein Zuckerschlecken, das geht nicht einfach mal so per Knopfdruck, und in diesem Übergang werden viele andere Chains sich einen Platz in einer bestimmten Nische meiner Meinung nach einfach sichern und einen bestimmten Use Case erfüllen, ja, und können einfach sich einen Teil von diesem Markt sichern. Und das wird sich dann zeigen, ob ETH es schafft, so zu skalieren, dass sie sich diesen Marktanteil zurückholen oder nicht. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr bullish, was ich ETH sehe. Die anderen, auch neueren Blockchains, die nach ETH kamen oder begonnen haben, die haben sicherlich durchaus, ich sag mal, an einigen Stellen vielleicht Vorteile. Wo ich jetzt aber zumindest meine Meinung bei ETH 2 den Vorteil sehe, ist, dass es dort jetzt schon langsam hochfahrend über 80.000 Validatoren gibt in diesem Proof-of-Stake. Oh. Tendenz weiter steigend. Die Validatoren stehen Schlange. Es werden ja pro Tag nur 900 bis 800 hinzugelassen, also reingestaut. Und jeder Validator, der dazukommt, muss ja 32 Es, also heute circa, was weiß ich, 40.000 bis 50.000 Euro mitbringen. Damit er da, die bleiben auch bestehen, also reingesteckt, was damit dann auch diese Kapitalbindung wiederum in dem Proof of Stake eine sehr hohe, sage ich mal, Sicherheit, und auch je mehr Validatoren sind, das sind ja die Leute, die also bestätigen, validieren und den Konsensus auch mit ausrichten. Das heißt, je mehr es dort werden, umso stabiler wird das Ganze auch und nicht mehr abschaltbar. Und diese, sage ich jetzt mal, diese Entwicklung von Ethereum 2, gekoppelt noch mit 1, das hat bis jetzt keine andere Blockchain. Ne? Das ist schon außerordentlich. Also ich glaube auch, dass ETH, wenn die das skalieren, wenn die das hinkriegen, eine richtige Flut von institutionellen Anlegern bekommen, die dieses Staking mitnutzen wollen, die das anbieten wollen, weil du kannst den Token locken und bekommst quasi, ich sag mal, Zinsen, ja, für die Arbeit, die die Validatoren da leisten. Das, glaube ich, könnte aus institutioneller Sicht schon sehr interessant sein. Und ich glaube, ich bin da sehr bullisch, dass ETH das hinkriegt. Und es da wirklich, ja, auch hier noch wirklich am Anfang steht, was die Zukunft angeht. Ich habe einige Layer 2 Sachen gesehen auf Ethereum, sind sehr, sehr smart, sehr, sehr cool, sehr, sehr schnell, sehr, sehr günstig, aber diese Hürde, das zu nutzen, ist für einen, der in dem Thema nicht drin ist, ist einfach viel zu schwierig, da reinzukommen, und da sind wir einfach, glaube ich, noch Jahre entfernt, bis das wirklich so Mainstream wird, dass die Menschen das sehen. Aber das ist halt Software, ja, die muss entwickelt werden. Denkt mal zurück, ja, ich bin jetzt 41, als ich groß geworden bin mit dem Modem, mit den ersten Computerspielen, wo ich meinen Computer selber programmiert habe. Heute ziehst du eine Virtual Reality Brille auf und kannst, du denkst, das ist echt. Das ist eine unglaubliche Entwicklung in den letzten Jahren, und diese Entwicklung wird schneller werden. Ja, die nächsten 40 Jahre werden viel, viel weiter sein von der Entwicklung als die rückblickenden 40 Jahre, und wer weiß, ja, wohin da die Reise noch führt. Es ist auf jeden Fall, sehe ich dafür ETH sehr gute Chancen und bin sehr optimistisch. Machen wir mal einen kleinen Schnitt an der Stelle. Du bist ja eigentlich auch Netzwerker, Dennis, und du hast deinen Kanal innerhalb von wenigen Jahren relativ erfolgreich aufgebaut, hast eine große, treue Nutzerschaft. Ich kenne auch einige in meinem Umfeld, auch Bitcoiner, die Kontakt mit dir haben, die deine Shows öfters oder gelegentlich oder auch regelmäßig gefolgt haben. Wie schätzt du die Wege oder Kanäle ein, wenn man jetzt neu im Kryptobereich einsteigen will, wenn man sich eine Nutzer- oder eine Fangemeinde aufbauen will? Was denkst du, was da jetzt so die aktuellen Wege sind, die da erfolgversprechend sind? Also es gibt natürlich viele Wege, ja, da wirklich auch was aufzubauen. Ich habe mich einfach für das Video und YouTube damals entschieden, weil einfach
weil es mir liegt, weil es mir Spaß macht. Ich gucke selber gerne Videos von anderen Leuten und das war für mich so der Weg. Und eine Sache, die mich immer ausgezeichnet hat, ist einfach, dass ich fleißig war und beständig war in vielen Dingen. Ja, und wenn man einfach 4 Jahre, fast 5-mal die Woche oder 5-mal die Woche was durchzieht, dann ist es fast eigentlich unmöglich, da nicht bekannt zu werden und zu wachsen. Ja, aber wir sehen ja auch, wie die Landschaft sich ändert mit neuen Social-Media-Plattformen, die rauskommen, aus dem Nichts quasi. Snapchat war so eine Geschichte, viele junge Leute nutzen das. Oder auch TikTok heutzutage, wo Leute ganz schnell aus dem Nichts heraus eine große Gefolgschaft, sag ich mal, aufbauen. Ja? Und die Aufmerksamkeitsspanne, die ist ja wirklich, die wird ja immer kürzer. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch selber merkt, aber wenn du etwas suchst, zum Beispiel auf YouTube, und da sind 2 Videos angezeigt, das eine dauert 27 Minuten, das andere dauert 3 Minuten. Du klickst natürlich auf das 3-Minuten-Video, weil das nur 3 Minuten dauert. Ob es dann besser ist oder nicht, das sei dahingestellt. Ja? Aber die Kanäle, es kommen immer wieder neue Kanäle hinzu. Und wichtig, meiner Meinung nach, ist einfach, dass man da beständig ist und dass man einfach auch, ja, einfach einen Mehrwert liefert und etwas, was die Leute unterhält. Also entweder muss es sehr informativ sein, sehr entertaining sein, Spaß bringen. Ja, es ist im Optimalfall natürlich diese Elemente auch verbinden. Und gerade auch Podcasts sind riesengroß, weil Podcasts hört man nebenbei im Auto, beim Joggen, im Fitnessstudio, wenn man dann hingehen kann, ja. Aber es gibt halt auch da viele Möglichkeiten. Und man muss sich einfach letztendlich für den einen oder anderen Weg entscheiden. Wenn man jetzt sagt, ich möchte zum Beispiel das und das machen, wird es schwierig, ja. Wenn man jetzt in die USA guckt, ein Großteil der Kommunikation in der Kryptowelt findet auf Twitter statt. Ja? In Deutschland ist Twitter eher, ja, ist so ein bisschen nebenbei, aber alle großen Krypto-Celebrities, Krypto-Persönlichkeiten, sage ich mal, sind auf Twitter aktiv. Ja? Alle Projekte haben was auf Twitter zu tun und da ist sehr viel Kommunikation. Elon Musk teilt sehr viele Sachen. Also alle, die wirklich was im Krypto-Universum machen, sind auf Twitter. Das ist die Krypto-Twitter-Blase. Das hast du natürlich auch für andere Bereiche, aber ich bin natürlich da in der Krypto-Branche aktiv. Aber selber habe ich jetzt nicht so viel auf Twitter gemacht, weil mir irgendwie das Element Video auch mehr liegt. Und ich kann jedem immer nur raten, ja, such dir einen Weg, der dir liegt, der dir Spaß macht. Ja, ob es jetzt Podcast ist, Video ist, Twitter ist oder auch nur Reddit ist oder von mir aus nur TikTok ist. Man muss sich dafür einen Weg ein bisschen entscheiden und da wirklich zum Meister auch drin werden. Ja, und ich habe es gesehen auf Twitter, wie Leute quasi aus nichts kamen und ein großes Following aufgebaut haben. Genauso auf YouTube von Leuten, die viel, viel, viel später nach mir gestartet sind und viel schneller gewachsen sind. Das hängt immer davon ab, mit welcher Zielgruppe du arbeitest, wohin du willst, ja, und was du da so für Pläne hast. Aber ich glaube, man ist immer dann erfolgreicher, wenn man sich auf eine Sache ein bisschen stärker konzentriert. Und auf allen Wegen kann man ein großes Following aufbauen. Ja, das spielt letztendlich keine Rolle. Wir sehen es auch bei Streaming zum Beispiel. Ja, diese ganzen Gamer, die einfach nur streamen, wo 100.000 Leute diese Videos gucken, wie die Computerspiele spielen. Es gibt so viele Bereiche, da was zu machen. Man muss sich einfach nur für einen Kanal oder einen Weg entscheiden und dann einfach durchziehen und gucken, dass man auf diesem Weg ja einfach immer besser wird und Content liefert, den die Leute hören wollen. Natürlich gehören auch so Sachen wie Suchmaschinenoptimierung und dies und das zu. Habe ich persönlich zum Beispiel nie gemacht, weil ich einfach zu faul war. Ja? Ich habe immer wieder Hinweise bekommen, Dennis, dein Blog rankt nicht so gut, deine Videos rankt nicht so gut, du musst dies machen, du musst das machen. Ganz ehrlich, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, wäre ich vielleicht erfolgreicher geworden. Aber ich habe mir so einen Prozess zurechtgelegt, der mir persönlich Spaß macht, mit dem ich das, was ich erreichen wollte, nämlich davon zu leben, erreichen konnte. Und das hat mir genügt. Ja? Und das ist einfach das, was jeder für sich selber definieren muss, wohin er will. Und im Optimalfall findest du einen Weg, der dir Spaß macht, ja, und dir dann auch genug Einnahmen bringt, dass du das hauptberuflich machen kannst und ja, die Leute einfach dann entertainen kannst. Also du lebst davon, ja, und hast dir darüber auch dann deinen Lebensabschnitt und andere Projekte dann jetzt aufgebaut, ist das richtig? Genau, richtig. Also ich habe am Anfang natürlich, als ich mit Krypto angefangen habe, ich habe immer noch Affiliate-Marketing und Online-Marketing gemacht, weil wenn du einen YouTube-Kanal anfängst, dann kannst du ja nicht davon leben, ja. Und auch mit den Views, die ich zum Schluss erzielt habe, die natürlich jetzt ein bisschen mehr waren, wäre es schwer geworden, nur von den Views und von den Klicks und den YouTube-Einnahmen zu leben, ja. Ich würde mal schätzen, wenn man so 100.000 Abonnenten hat, dass man alleine von den YouTube-Einnahmen sehr gut leben kann. Ja, ich sehe zum Beispiel viele YouTuber, die haben teilweise 30, 40, 50, 100.000 Aufrufe pro Video. Die können ja sehr, sehr gut davon leben, gar keine Frage.
aber das ist ja nicht etwas, was von jetzt auf gleich gibt. Ja, und Krypto ist ja zum Beispiel so, wenn der Hype groß ist, Ende 2017 waren die Views weit oben. Im Bärenmarkt, wenn die Preise unten sind, die Leute, naja, Portfolios im Roten sind, ja, dann ist das Interesse nicht so hoch. Jetzt ist das Interesse wieder hoch. Ja, ich sehe, wie andere YouTube-Kanäle gerade explodieren, immer weiter schneller wachsen. Und man muss natürlich auch diese Trends erkennen und auch mitmachen. Und aktuell ist einfach in Krypto zwei große Trends aus meiner Sicht. Das ist zum einen der DeFi-Trend und zum anderen dieser NFT. Ja, dieses Sammelbildchen, sag ich mal, auf der Blockchain. Ob man das jetzt für gut, ja, gut beurteilt oder nicht, das ist eine andere Frage, ne? Aber das sind Ist gerade denn jetzt. NFT? Ich meine, wir leben ja in einer Tokenisierungszeit, ja. Eine Bekannte von mir, Shermin Foschengier, die hat ja geschrieben, The Token Economy. Sie ist jetzt Leiterin des Ökonomischen Institutes an der TU Wien, glaube ich, und oder des Kryptoökonomischen Instituts. Aber diese Tokenisierung, non-fungible Token, ich kann da ja auch ein Haus und alles andere tokenisieren, sind ja wahrscheinlich auch NFTs. Und ist denn nicht das die Zukunft eigentlich? Also Tokenisierung von Assets sehe ich sehr, sehr optimistisch und bullisch, gar keine Frage. Aber jetzt zum Beispiel so ein NFT, ein Bild für 69 Millionen zu kaufen, ja, Beeple. Ich weiß nicht, ob wir schon im Peak-Hype sind, ja, wo man für ein, ich sag mal, glorifiziertes JPEG, was man auf der Blockchain natürlich nachweisen kann, dass es wirklich nachweislich dir gehört, so viel Geld auszugeben. Weiß ich nicht, ob das nur ein Hype ist oder ob das wirklich etwas ist, was Zukunft hat. Ich persönlich, für mich wäre es jetzt nichts. Ja, ich würde jetzt nicht so viel Geld ausgeben für so ein JPEG, aber ich bin auch kein Sammler. Ja, ich sammle jetzt nicht gerne. Ich bin eher der Jägertyp. Ja, wir haben ja die zwei Typen aus unserer Frühzeit, sage ich mal, die Jäger und die Sammler. Und ich kenne viele Leute, die sammeln zum Beispiel Pokémon-Karten. Hatten wir auch gerade einen Hype erlebt mit diesen Pokémon-Karten, die für Hunderte und Tausende von Euros gerade die Hände wechseln. Ähnlich sehe ich es gerade mit NFT. Ob das in Zukunft dann so ist oder nicht, hey, kein Plan. Aber Tokenisierung von Assets sehe ich sehr, sehr bullisch und ich bin relativ sicher, dass wir da wirklich früher oder später alles auf der Blockchain tokenisiert haben, wo man einfach nur kleine Anteile kaufen kann. Als Beispiel, ja, würde mir jetzt einfallen, zum Beispiel Tesla. Ja? Wenn Tesla die selbstfahrenden Autos jetzt weltweit ausrollen könnte oder zum Beispiel nur in den USA, dann bräuchte man ja, wenn man so einen Uber-Style-Dienst hat, wo du deinen Tesla quasi bestellst, da brauchst du kein Auto mehr zu besitzen und da könnte man hingehen und dann könnten zum Beispiel 10 Leute sich so einen Tesla kaufen und der Tesla wäre 24 Stunden am Tag im Dienst, sage ich mal, fährt die Leute von A nach B, fährt selber zur Tankstelle, macht dies und das und die Leute haben dann ihren Anteil als tokenisiertes Token, also ein Token quasi Anteil an diesem Tesla und dann ist ein Auto keine Liability mehr, sondern ein Asset. Ja, und ich glaube, das kann die Tokenisierung leisten, die Automatisierung leisten. Und da spielt dann ja Tokenisierung wieder eine große Rolle, wo man einfach sagt, hey, pass auf, hier kriegst du ein Zehntel vom Tesla, ich verkaufe das jetzt, der fährt so und so viel, bringt so und so viel, nachweislich auf der Blockchain, hier ist die Historie, das verdient das Ding, hier ist der Preis, zack, eine Transaktion. Ja, und schon bist du Anteilseigner an einem verdienenden Tesla. Ja, und genauso kann man das natürlich für andere Projekte übertragen, was auch immer da noch für verrückte Ideen aus den Köpfen der Menschen herausspringen werden. Aber das wäre zum Beispiel so ein Use Case, wo ich sehen könnte, wow, nicht schlecht. Ja, also wer hätte das gedacht, dass die Autos wirklich ja, Geld für dich verdienen? Du kaufst dir einen Tesla, damit der für dich Geld verdient. Ja, und könnte seine Anteile tokenisieren und an andere. Das könnte ja sogar noch weitergehen. Ich meine, wir werden das vielleicht demnächst auch nochmal rechtlich besprechen hier im Podcast, dass so ein Auto, so ein Gerät, sage ich mal, eine Maschine, ein komplett autonomes Wirtschaftsobjekt ist, was selbst handelt, selbst Gesetzen, selbst eigenen Entscheidungen mit einer gewissen softwarebasierten Intelligenz in Form von Smart Contracts mit KI kombiniert und da müsste dann dort natürlich oder da wird dort natürlich dann auch die gesamte Rechtsauffassung, ja, wir haben ja heute die normalen menschlichen Personen, wir haben die juristischen Personen und die Maschine als handelndes, gesetzlich vertretbares Objekt ohne Menschenbezug muss diskutiert werden. Also Absolut. sind das auch alles Auswirkungen von DeFi? Jetzt kommen wir mal zurück auf unseren Podcast.
Ist, denkst du, so ein selbstoptimierendes Wirtschaftsobjekt oder so ein tokenisiertes Wirtschaftsobjekt, ob das jetzt nur jemandem zum Teil gehört oder vielleicht sogar gesamthaft autonom, wie eine komplette DAO funktioniert, ja, also ein Decentralized Autonomous Organization, was ja auch der erste 2016, der erste Versuch einer, naja, Tokenisierung war. Denkst du, dass das auch ein zukünftiger Part von DeFi sein wird oder ist? Ja, ich denke schon. Also es ist natürlich sehr schwierig, da in die Zukunft zu gucken, ja, was genau das passiert. Ja, wenn du jetzt Ray Kurzweil Glauben schenken magst, dann ist die Singularität, wo das alles verschmilzt, mehr oder weniger gar nicht mehr so weit entfernt. Und absolut denkbar, dass wir ja wirklich solche Maschinen haben, die autonom handeln, autonom denken, vielleicht eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen. Skynet lässt grüßen, ja, was passiert dann mit den Menschen? Ja, inwiefern ist der Mensch dann noch relevant in so einer Gesellschaft? Es gibt ja oft also auch so Zukunftsvisionen, wo der Mensch nur seiner Leidenschaft und seinen Vergnügen nachgeht und die Maschinen erledigen alles von alleine. Aber ist das ein Zustand, in dem Menschen leben wollen oder leben können? Ohne Aufgabe, ohne Verfüllung, ohne Sinn für etwas, kann ich mir aktuell sehr schwer vorstellen. Aber ich würde es nicht ausschließen. Also die Welt dreht sich rasend schnell und gerade jetzt mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz, selbstfahrendes Auto, überleg doch einfach mal, das ist ja im Endeffekt schon eine Art künstliche Intelligenz, weil ein Tesla ist mit allen anderen Teslas verbunden und Elon Musk macht ja seine Starlink-Satelliten nicht umsonst. Der braucht überall schnelles Internet, weil nachher alles mit allem kommuniziert. Ja, welche Auswirkungen diese ganze Strahlung, sage ich mal, auch auf die Menschen, auf die Natur, auf Organismen hat. Auch das sind natürlich Sachen, die man nur schwer voraussagen kann, ja, wie sich das entwickelt. Aber das wird alles miteinander kommunizieren, alles miteinander funktionieren. Und ich glaube, dass es schon Realität werden wird. Vor allem auch, wenn man jetzt mal guckt, wir haben in den USA schon erste Bestrebungen, wo Staaten hingehen und sagen, pass auf, in Nevada zum Beispiel, dieses Stück Land kannst du für X Millionen kaufen. Du kannst dort deine eigene Stadt bauen, deine eigenen Gesetze machen, deine eigene Jurisdiktion, deine eigenen Verträge. Also private Städte werden kommen, ja. Und da könnte ich mir sowas vorstellen, dass dort zum Beispiel auch dann so eine Art Maschinenleben stattfindet, ja. Wo Produkte, wo Autos selber rumfahren, und was auch alles da noch kommt. Ja, die Zukunft, kann man sich ja da wirklich sehr bunt ausmalen. Die Frage ist das die Welt, auf der wir hinsteuern oder nicht? Denn es geht ja da auch um sehr viel Kontrolle. Und wenn wir uns in dem Hinblick mal angucken, was gerade in China los ist oder auch in Deutschland, wo diskutiert wird über Tracking-Apps, über Impfpässe, über dies, über das, wo quasi wir in eine totale Überwachung reinlaufen, auch digitales Zentralbankgeld, ob das dann vielleicht die Zukunft hervorbringt, die wir uns da, ja, ich sage mal, in diesem Utopia ausmalen, ja, das ist schwer vorhersehbar. Ich glaube, wir stehen an dieser Weggabelung gerade, ja, wo die Menschheit entscheiden muss, selbst wieder mehr Verantwortung zu übernehmen, so wie du das, Ralf, eben gesagt hast, das auch wieder zu lernen, auch Kindern wieder beizubringen. Denn wenn du mal heute in die heutige Bildung guckst, was die Kinder lernen, die lernen zu gehorchen, die lernen im System, in Schubladen, im Kasten zu denken. Wer ausbricht, kriegt schlechte Noten. Da wird auch Kreativität nicht gefordert. Also wir müssen wirklich viel, viel verändern, glaube ich, um diesen Weg in die Richtung einschlagen zu können, den wir uns wünschen. Andernfalls, du sagst es gerade, die Deutschen gerade sind sehr staatsgläubig, obrigkeitshörig. Da gehen wir in eine Welt rein, ja, die vielleicht ein bisschen mehr wie China aussieht, wo wir eine Totalüberwachung haben. Und wenn du dann was Böses auf Facebook sagst oder irgendwas Falsches machst, dann wird dir halt mal dein digitales Zentralbank-Wallet gesperrt und du kannst keinen Alkohol mehr kaufen. Du darfst nicht mehr reisen. Du darfst dies nicht mehr. Und was auch immer da alles noch kommen kann. Also wir stehen meiner Meinung nach an dieser Weggabelung in eine wirklich freie Zukunft der Selbstbestimmung oder in eine eher totalitäre, diktatorische Zukunft. Ja, so eine Art Technokratie schon eher. Also wer weiß, in welche Richtung es geht. Ich weiß, wofür ich mich entscheiden möchte. Ob die Menschen das dann tun, das ist die andere Frage, ne? Das finde ich gut, was du vorhin da auch sagtest mit der Stadt in Nevada.
Ich arbeite für diese Firma, die diese Stadt baut, die diese Stadt gehört oder gehören wird hoffentlich. Die nennt sich Blockchains, aber dazu gehört Von natürlich Tim, ist auch. das Tim Draper, der das finanziert hat? Nein, das ist Jeff Burns. Jeff Burns. Okay, ich hatte ja irgendwie gelesen, dass Tim Draper auch irgendwas in der Richtung mal erwähnt hat, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Nein, nein, bis jetzt nicht. Ich meine, Elon Musk denkt auch so über so etwas in Texas nach jetzt, aber der war der zurzeit dort treibende Vordenker ist der Jeff Burns, das ist der Gründer der Firma, wo ich arbeite, Blockchains LLC aus Nevada. Aber kommen wir mal zurück. Dezentralität und Zentralität. Was verbindest du damit? Ja, das ist auch eine schwierige Frage zu beantworten, wenn man das jetzt auf die Kryptowelt mal überträgt. Denn eigentlich sagt man ja, Bitcoin ist dezentral und wir wollen eine dezentrale Welt erschaffen. Aber wie dezentral sind die ganzen Coins, die ganzen Chains, die ganzen Token? Da kann man natürlich von vielen Seiten her argumentieren, ja. Klar, Bitcoin ist dezentral, ist aber auch sehr starr, was die Entscheidungsprozesse angeht. Auf der anderen Seite kann man argumentieren, es ist sehr zentral, weil wie viele Leute entscheiden über den Code bei Bitcoin? Ja, ich weiß nicht, eine Handvoll Leute, die da wirklich die Macht haben, den Code zu ändern. Ob die Beine das dann befürworten, die Nodes und so, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, wirklich dezentrale Systeme zu haben. Ja, Bitcoin ist so ein erster Weg dahin. Ja, es ist auf jeden Fall insofern dezentral, dass man Bitcoin nicht mal eben so abstellen kann. Du kannst jetzt nicht irgendwo hingehen und den Stecker ziehen, was auch viele andere Blockchains vielleicht zutrifft. Aber es gibt natürlich immer zentrale Steuerungen, zentrale Einheiten, Programmierer, irgendwo, wo man ja einen Angriffspunkt auch hätte. Und da muss man natürlich dann immer Abstriche machen. Ja? Wenn wir es zum Beispiel sehen bei verschiedenen Blockchains, eine dezentrale Blockchain ist natürlich immer eher langsam, eher schwerfällig. Entscheidungen kann man nicht so leicht finden und fällen. Auf einer Blockchain, die eher zentral ist, wo es zum Beispiel nur einige wenige Nodes gibt, als Beispiel EOS oder auch andere, dann entscheidet eine kleine Gruppe von Leuten, wo es lang geht. Und wenn wir mal ehrlich sind, so funktioniert die Welt ja heute auch. Eine kleine Gruppe von Menschen entscheidet, in welche Richtung sich Dinge bewegen. Und so eine wirklich dezentrale Welt, puh, schwer vorzustellen, wie das aussehen wird, wie Entscheidungsprozesse da ablaufen können. Fakt ist auf jeden Fall, ich glaube, dass Blockchains dort viel, viel Potenzial haben, die Welt besser zu machen, vor allem, weil es die Welt ehrlicher macht, ja, weil man sehen kann, wer wann mit wem interagiert hat, ja. Stell dir mal vor, die Wahlen wären auf der Blockchain, ja. Ich glaube, das wird der Politik nicht so gut gefallen, ja. Oder diese ganzen Staatsausgaben wären auf der Blockchain, die ganzen Steuereinnahmen wären auf der Blockchain. All das, was die Transparenz und die Ehrlichkeit fördert. Ich weiß nicht, ob viele Leute das unbedingt gutheißen würden. Oh, wir haben mal 10 Milliarden verloren. Ja, wo sind die? Ja, wissen wir nicht. Ja, und solche Geschichten, das ist halt auch noch so ein Thema. Und ob das dann eine bessere Welt ist, ja, wo alles nachverfolgbar ist, das ist die Frage, ne? Im Optimalfall für mich, ich bin eher so der Typ, der wenig Staat hat und eher dezentral sich organisiert. Oder eine Organisation sich wünschen würde. Aber ob das dann der bessere Weg ist, ja, das ist wirklich die große Frage. Und Dezentralität, gerade im DeFi-Bereich, ist schwierig, weil die meisten Projekte, auch wenn es dezentrale Projekte sind, dezentrale Exchanges, gibt es immer ein Programmiererteam, es gibt immer irgendwo Server, die da laufen und so weiter und so fort. Also richtig, wirklich dezentral ist, glaube ich, eher schwierig in diesem Fall. Zu sagen, dass wir das schon wirklich haben. Ja. Ich sage zu diesem Phänomen immer Collapsed Backbone. Das heißt, dass das, was eigentlich ein Backbone, eine breite Infrastruktur darstellt, kollabiert dann in sich doch immer wieder in naja, einige wenige oder einen zentralen Punkt. Aber okay. Aber was du natürlich sagst, ist, ja, das ist wie mit allen Technologien. So ist ja auch schon mit der Atomenergie so, ja. Man kann die zum Wohle, Kernfusion, natürlich auch zum Schlechten einsetzen, im Falle der Atombombe zum Beispiel. Genauso ist es mit Blockchain. Man kann das, wie vielleicht in China, zur totalen Überwachung von wenigen für viele einsetzen. Man könnte es natürlich aber auch zur, naja, doch sehr viel hohen Basisfreiheit, indem man wirklich Voting dezentral
dort machen lässt und die Mehrheiten wirklich entscheiden lässt. Und da siehst du aber auch gerade, in was für einer Welt wir leben. Ja, Ralf, guck dir die letzten Wahlen in den USA an, wie kontrovers es da um Wahlmanipulation ging, um Einmischung von anderen Staaten und nachts sind irgendwelche Sachen aufgetaucht und die Ergebnisse. Also, wem kann man da noch Glauben schenken? Wir brauchen einfach bessere Systeme, die völlig transparent sind für solche Prozesse. Aber da auch die Sicherheit zu gewährleisten, ist natürlich auch wieder ein Aspekt, den man nicht so einfach realisieren kann. Also, dass wir bessere Systeme brauchen, das ist klar. Aber gerade wenn es um den Staat geht, wir wissen, der Staat ist groß, langsam, schwer und träge. Und ob wir das vorhandene System ändern können, das ist die schwere Frage. Und da kommen wir vielleicht auch wieder zurück zu der aktuellen Krise, in der wir uns befinden, in dieser Pandemie, ja, die vielleicht auch einfach genutzt wird, jetzt um das System umzubauen, um das System umzukrempeln, ja, um einfach diese Krise zu nutzen. Ja, man redet ja gerade hier auch oft von diesem Great Reset. Klaus Schwab vom World Economic Forum spricht davon. Man will diese Krise nicht ungenutzt lassen. Und vielleicht kommt es den Leuten gelegen. Es gibt natürlich auch viele Verschwörungstheorien zu diesem Thema. Ja, da können wir mal einen anderen separaten Podcast machen dazu. Aber dieser Great Reset, vielleicht ist es ja nötig, dass sowas passiert, um dieses starre System, in dem wir leben, aufzubrechen und neu zu erschaffen. Die Frage ist, wer erschafft das? Und was ist der Plan dahinter? Wird es besser oder nicht? Und da kommen wir wieder zurück zu der Souveränität des Menschen, zu der Eigenverantwortung des Menschen, die heute eigentlich total, ja, gar nicht mehr so ist. Die Leute sind total abhängig vom Staat, total obrigkeitshörig. Es ist auch verrückt, darüber nachzudenken, dass wir unsere Kiwis aus Neuseeland beziehen, aber dass wir es nicht hinkriegen, eine regionale Wirtschaft eigentlich aufzubauen. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, wo Blockchain in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zu leisten kann, dass sich Gemeinden wieder im Regionalen organisieren, mit regionalen Dingen, dass man regional kauft und dass man so nachhaltiger leben kann. Denn ganz ehrlich, wenn es im Winter keine Erdbeeren zu essen gibt, dann esse ich halt im Winter keine Erdbeeren. Und ich muss die nicht aus irgendwo von Tausenden von Kilometern mit Riesentankern und Flugzeugen und was auch immer herschaffen, LKWs. Da sehe ich mit Blockchain große Chancen, aber es liegt am Menschen, das zu implementieren und umzusetzen. Und da ist halt der große Knackpunkt, ne? Ja, aber bestes Beispiel, also ich bin ein Solaranlagenbetreiber mit Batterie. In 10 Jahren läuft meine Förderung aus. Dann müsste ich Stand Gesetz heute meine Solaranlage abschalten und dürfte den Strom nicht weiter einspeisen. Das passiert zurzeit gerade und Blockchain hilft uns da mit. Wir haben einen Mitarbeiter, eine Blockchain-Schaufensterregion vom BMBF gefördert. Das habe ich selbst ein bisschen mitgeholfen, dass da die 15 Millionen zu uns kommen. Und selbst dort aber die Blockchain einzusetzen und dort dass ich meinem Nachbarn meinen erzeugten Strom abkaufen darf oder er mir seinen Strom, wenn ich mal gerade keinen habe und er hat welchen, also Windenergie oder auch Solaranlage, das funktioniert nicht. Da lassen unsere Gesetze und unsere Kontrolleure das wieder nicht zu, die Traurig. Regulierungsbehörde. Und das Traurig. ist diese Starrheit, die wir an dieser Stelle sehen, wo natürlich, das geht ja auch bei DeFi-Produkten, dann diese BaFin-Geschichten, Zulassungen. Hier werden wir ja auch noch was erleben. Wird die DeFi reguliert? Wenn ja, wie? Wenn nein, was passiert dann? Also das sind auch noch interessante Fragen. Aber Thor, ich denke, du solltest jetzt mal auch mit dem eigentlichen Thema DeFi nämlich auch ein bisschen weiter. Ja, Wir schweifen immer ab, ne? Es ist ein breites Spektrum. du hast auch ziemlich viel zu erzählen, Dennis. Das Ja. ist aber auch interessant. Ich stimme dir auch im Wesentlichen deinen Ausführungen zu. Die Frage ist natürlich jetzt, wir haben ja hier eine Folie mit Dezentralität. Die ursprüngliche Frage, was ist besser, Dezentralität oder Zentralität, die hast du ja ein bisschen ausführlich beantwortet. Willst du da vielleicht noch eine kurze Antwort drauf geben? Ich würde sagen, es ist immer abhängig vom Use Case. Ja? Also für viele, viele Dinge ist Zentralität einfach der günstigere und schnellere und effektivere Weg. Ja, ob es dann der robustere Weg ist, das ist natürlich eine andere Frage. Ich glaube, aktuell ist es für viele Fälle einfach noch zutreffend und die Technologie muss sich einfach weiterentwickeln. Die Systeme müssen besser werden, um die dezentralen Mechanismen so weit konkurrenzfähig zu machen, ja, einfach um auch da mitzuhalten gegen
zentrale, schnelle Entscheidungsmöglichkeiten. Da sind wir noch, ich glaube, noch ein ganzes Stück von entfernt. Und wie dezentral ist DeFi? Es kommt darauf an. Also es gibt Projekte, die sind wirklich relativ dezentral. Da gibt es keine Admins, kein dies, kein das. Das ist ein Smart Contract, der ist geschrieben, der ist fertig, der ist unveränderbar und der läuft. Der ist aber zentral geschrieben. Absolut. Danach, er ist zentral geschrieben, aber man kann ihn halt nicht mehr verändern. Man kann keine, man kann ihn nicht mehr anpassen. Das heißt, wenn so ein Projekt fertig ist, würde ich auch nicht sagen, man kann sagen, hier ist ein neuer und benutzt den jetzt. Absolut, klar. Das ist natürlich dann aber auch wieder eine Entscheidung von der Community zu sagen, folge ich dem jetzt oder nicht. Aber wirklich dezentral, es gibt immer eine zentrale Entscheidungsstelle in DeFi. Das ist immer der Mensch, der da hinter der Idee steckt, der das aufsetzt, der die Systeme leitet. Und da hat der Ralf ja auch gesagt, kommt es später auch zum Thema Regulierung. Wen will man denn da haftbar machen? Ja, wahrscheinlich dann vielleicht den Programmierer oder derjenige, der den Server bereitgestellt hat oder vielleicht auch jemand, der das Internet bereitgestellt hat. Ja, da kann man auch viel, hat man auch viel Angriffsfläche. Aber wirklich dezentral im DeFi-Bereich ist eher schwierig. Ja, es gibt immer irgendwo zentrale Punkte natürlich, aber da müssen wir noch ein bisschen was tun. Wie siehst du DeFi-Projekte? Ist das jetzt ein aktueller Hype oder wird das von Dauer und langfristig sein? Was denkst beides. Du? Beides. Also es ist absoluter Hype, DeFi, gar keine Frage. Aber es wird auch von Dauer sein und der Großteil der Projekte, die wir jetzt sehen, wird einfach verschwinden. Das sind Experimente, das sind Dinge, die man testet, es ist neu, man probiert was. Und viel wird einfach scheitern, wie es damals im neuen Markt war, wie es mit Startups ist. Ja, 4 von 5 Startups scheitern wahrscheinlich oder wie auch immer die Quote ist. Es ist sehr, sehr hoch einfach. Ja, wir sehen es auch im Kryptomarkt. Ja, guck dir mal die Top 10 vor 5 Jahren an. Ja, und wie die Top 10 heute aussieht, es verschwindet einfach das meiste wieder. Und so sehe ich es auch im DeFi-Bereich. Viele kurzlebige Projekte, der Großteil ist wirklich kurzlebig, würde ich mal behaupten, von dem viele gar nichts mitbekommen. Und wer da jetzt die großen Gewinner sein werden, ja, das ist die große Frage. Ich glaube, das ist das, was wir alle gerne wüssten, weil dann investiert man nur noch in das und kann sich in Zukunft dann in hohe Renditen und ja, da erfreuen. Aber es ist noch wilder Westen, es wird viel probiert. Es ist gut so, dass viel probiert wird, aber ich glaube, der Großteil wird davon verschwinden. Aber die überleben, werden in Zukunft wirklich auch dominieren. Und da wird es wahrscheinlich wieder große Player geben, wie es in jeder Branche so ist, egal welche Branche es ist. Am Anfang sind es viele kleine Dinge. Denkt mal zurück an das Auto. Ja, wie viele Autohersteller es gab, als diese Autotechnologie, ja, Model Ford hier von Henry Ford erfunden wurde. Es ist eine Explosion von Herstellern. Und wie viele echte große Autohersteller haben wir heute? Ja, die kann man an 2 Händen vielleicht abzählen, vielleicht ein bisschen mehr, aber es konzentriert sich irgendwann in immer einer kleiner werdenden Gemeinde. Genauso sehe ich es auch mit DeFi dann. Gibt es DeFi auf Bitcoin? Ich glaube, Julian Hosp sagt das, dass es DeFi mit Bitcoin gibt, oder? Mit seiner DeFi-Chain. ja, gibt es da? Gibt es mal DeFi mit deinen Worten wieder? Also ich würde eher behaupten, nicht wirklich auf Bitcoin, weil es ist schwierig. Wie willst du? Ja, auch da muss man fragen, ja, wen fragst du da? Ja, wenn du mich fragst, würde ich sagen, es ist eher nicht aktuell so, dass es DeFi auf Bitcoin gibt. Wenn du zum Beispiel Craig Wright fragst von BSV, ja, Bitcoin SV, er sagt ja, Sportverein, sage ich immer, ja. Bitcoin Sportverein, ja. Er sagt ja, Bitcoin ist Turing complete. Ja, das sagt er, ja. Ich weiß nicht, ob er da wirklich recht hat oder nicht, aber er glaubt das und er glaubt halt, dass alles, was ETH und die ganzen anderen Smart Contracts chain können, dass das auch auf Bitcoin SV in einer Art und Weise abgebildet werden kann, wo alles auf einer Chain gebündelt wird. Keine Ahnung, er wird sehr belächelt in der Community. Nichtsdestotrotz gibt es den Coin immer noch, hat immer noch eine Entwickler-Community. Schwer zu sagen, ob DeFi auf Bitcoin eine Zukunft hat. Ich persönlich würde eher sagen, Bitcoin dient einfach dem Store of Value und das ist für viele einfach genug. Einfach einen Wertspeicher zu haben, der über Generationen auch weiter vererbt werden kann. Und das ist was Interessantes, was Michael Saylor gesagt hat, nämlich er sagte, wenn du einmal Bitcoin kaufst, warum solltest du es jemals wieder verkaufen? Es ist ein hartes Asset mit einer begrenzten Anzahl. Du kannst es beleihen, es wird immer mehr in dem Bereich geben und
Du wärst dumm, wenn du es jemals wieder verkaufen wirst. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das als Use Case für viele einfach reicht. Und ich denke, dass DeFi eher auf Ethereum oder auf anderen Ökosystemen, auf anderen Chains erfolgreich ist. Binance Smart Chain hat sehr, sehr viele Projekte gerade hervorgebracht, schnell nach oben geschossen. Glaube ich, lag aber zum größten Teil daran, dass Binance einfach jede Menge User hat und ob die Binance Smart Chain da wirklich langfristig konkurrenzfähig ist, keine Ahnung, schwer zu sagen. Ich weiß aber, Binance haben viele auch belächelt am Anfang. Ja? Bei 10 Cent, als sie gestartet sind im Juli oder wann, 2017, ich habe es mitbekommen, ich weiß es, ich habe über Binance ICO gesprochen, nicht über ein ICO oder promoted, aber ich habe darüber gesprochen, dass jetzt Binance an den Start geht. Kann ich mich relativ gut daran erinnern. Ich müsste nochmal das Video raussuchen. Und jetzt ist der Token von 10 Cent auf fast $300 gestiegen. Vielleicht nehmen die Leute Binance Smart Chain an, wer weiß. Ja, oder auch Tron. Ja, Tron, ich sag mal, viele sagen einfach, Tron ist eine Kopie von ETH. Ja, es stimmt auch zu vielen Teilen. Nichtsdestotrotz hat es ein großes Ökosystem. Viele Leute in Asien mögen Tron. Ich persönlich bin auch ein großer Tron-Fan. Es wird einfach die Zeit zeigen. Wir hatten das Thema ja eben, wie schnell kann ETH skalieren? Ja, und ich glaube wirklich, wenn ETH schnell genug skaliert, dass die anderen Projekte sich schon etabliert haben müssen in ihrer Nische und wahrscheinlich eher in einer Nische bleiben, weil ETH diesen Netzwerkeffekt einfach hat, so wie Bitcoin auch. Ja, die Community, die Entwickler-Community ist einfach sehr, sehr stark, sehr, sehr groß bei ETH. Hast du noch Fragen, Ralf? Eigentlich nicht mehr, nein. Wie gesagt, ich glaube auch, dass die Vielfältigkeit der derzeitigen Angebote es noch nicht erkennen lassen, wer wird wirklich das Rennen machen. Werden wir wieder eine, naja, Oligopolisierung haben, so wie wir das im Fahrzeugbau auch haben, 10 große im Pkw-Bereich, ja, oder 12, keine Ahnung, egal. Aber es könnte ja auch passieren. Und derzeit ist für mich das Rennen völlig offen. Auch aus dem Gesicht, gerade bei DeFi, da stehen wir ja noch mehr am Anfang des Anfangs, als wie bei der ganzen Blockchain-Geschichte, wo viele ja auch sagen, wir stehen da auch erst mit der Blockchain-Technologie am Anfang. Aber ich glaube... Eins, was ich gelernt habe in den letzten Jahren ist, ja, wir leben ja immer nur in einer Zeit, das ist das Jetzt. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist ungeschrieben, es gibt nur das Jetzt für uns. Und wir denken immer, aktuell, in der Zeit, wo wir leben, wir haben das Beste. Das iPhone, was wir haben, wow, das ist super modern, unsere Klamotten, die Art und Weise, wie wir leben, ist super modern. Und dann guckst du 10 Jahre später die Sachen an, wie die Technik war, denkst du, wow, wie konnte man damals nicht auf diese Ideen kommen? Das war modern damals. Erinnert euch auch mal an die ersten Handys. Ja? Heute hast du so einen fähigen Computer, der übersetzen kann, ins Internet kann, der mit dir redet. Es ist unglaublich. Und da wirklich zu sagen, hey, das eine oder das andere macht das Rennen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Die Zeit ist so verrückt, einfach so schnelllebig, dass da wirklich alles passieren kann. Aber Ralf, ich glaube, wir werden das sehen, dass sich das, wie gerade gesagt, auf einige wenige größere Chains konsolidieren wird. Es muss aber nicht heißen, dass die Chain, die da einen dominanten Anteil hat, jetzt schon erfunden ist. Vielleicht ist es so, ja, dass es eine bessere Chain gibt. Und viele behaupten das. Ja. Charles Hoskinson mit Cardano, ADA, sagt ja einfach, dass ADA einen großen Teil von Ethereum einfach übernehmen wird, weil es einfach besser ist. Und ich kann das aus technischer Sicht natürlich schon ein bisschen nachvollziehen, weil wenn man einmal ein Projekt gelauncht hat, kann man rückblickend natürlich sehen, hey, was hätte ich denn besser gemacht? Aber der Netzwerkeffekt ist vielleicht schon so groß, dass man keine Chance mehr hat, gegen anzukommen. Wobei das bei Technik natürlich, wenn eine bessere Technik kommt, wer versagt sich denn dieser Technik? Die Leute wollen sie doch annehmen. Deswegen glaube ich, alles ist möglich in Bitcoin, in Krypto. Ja, und auch eine Chain, die es noch gar nicht gibt heute, könnte in ein paar Jahren hier die Nummer 1 werden. Ja. Gut, ich denke, dass wir durch sind. Aber trotzdem, Dennis, würde ich dir das Schlusswort heute mal geben.
Das Schlusswort. Yay. Also, ey, Leute, ein super, super interessanter Talk. Echt coole Themen. Wir sind immer so ein bisschen abgeschweift. Das ist, bleibt bei mir aber nicht aus, weil ich interessiere mich für viele Dinge. Ich lasse mich auch schnell begeistern. Als Schlusswort möchte ich nur eine Sache sagen, nämlich macht etwas, was euch Spaß macht und sucht euch im Krypto einfach was aus, im Kryptobereich oder in welchem Bereich auch immer euch euer Interesse habt, ja, etwas, was euch wirklich Spaß macht, was euch mit Freude erfüllt. Denn das Leben ist richtig, richtig kurz, ja. Thor und Ralf, ihr seid ja auch ein paar Jährchen jetzt älter als ich, ja, ich bin 41, aber wenn ich jetzt meine letzten Jahre mal Revue passieren lasse, so die letzten 30 Jahre, ein Fingerschnipsen. Und Krypto, ja, ist eine Technologie, die die Welt verändern wird. Und du kannst dann vielleicht einen Teil dazu beitragen, indem du Leute dafür begeisterst, Leute aufklärst, ja, den Geist der Menschen öffnest für das, was hier möglich ist. Denn diese Tür wurde gerade erst geöffnet. Und ich kann nur sagen, befass dich mit Krypto. Krypto wird in unserer Zukunft allgegenwärtig sein, ob du es bewusst wahrnimmst oder nicht. Ja, es wird ein Teil unseres Lebens sein und bleiben. Blockchains werden hoffentlich die Welt in eine gerechtere, bessere Welt verändern. Und ich wünsche mir, dass einfach viele Menschen diese Vision miterkennen, mit uns gemeinsam hier eine bessere Zukunft erfassen, erschaffen und einfach hier ja, an dem arbeiten, an einer Welt, so wie wir sie uns wünschen.